Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo, in dem erklärt wird, wie die Lunge funktioniert. In diesem Video wird als erstes die grundsätzliche Anatomie und Physiologie der Lunge erklärt. Danach wird besonders die Oberflächenspannung, das Surfactant und der Druck in den Alveolen, die auch als Lungenbläschen bekannt sind, beleuchtet. Außerdem wird erklärt, warum die Lunge nicht kollabiert und welche Strukturen dafür verantwortlich sind. Wie ist die Lunge eigentlich anatomisch aufgebaut? Sich darüber im Klaren zu sein, ist essentiell, damit verständlich wird, welche Bestandteile der Lunge wichtig sind, wenn später näher auf die Drücke und Oberflächenspannung eingegangen wird. Hier sehen Sie die Lunge eines Menschen, modellhaft gezeichnet, mit dem Lungenfell. Wenn die Lunge das Thema ist, ist das Atmen nicht weit entfernt. Der Mensch atmet durch Mund und Nase, die beide mit dem Hals verbunden sind. Der Hals führt unter anderem zu der Luftröhre, lateinisch auch Trachea genannt. Die ist hier zu sehen. Die Trachea fängt unterhalb des Kehlkopfes an und führt in den Brustkorb des Menschen, auch Thorax genannt. Dieser würde diese Lunge umschließen wie ein Kasten. Hier sehen Sie, dass sich im Thorax die Trachea in ein Bronchialsystem teilt. Sie teilt sich in zwei große Bronchialäste, den Bronchus principalis sinister, sinister bedeutet links und ist hier zu sehen, und den Bronchus principalis dexter, dexter bedeutet rechts und er ist hier zu sehen. Von da an teilen sich die Bronchialäste in viele kleinere Bronchialäste. Die sind hier überall zu sehen. Dabei werden 22 dichotome Teilungen vorgenommen, wo ein Bronchialast zu zwei kleineren wird. Eine Teilung ist hier zu sehen. Unterschieden werden die Bronchien in den konduktiven Anteil und den respiratorischen Anteil. Der konduktive Anteil der Bronchien ist nur dafür da, die Luft zu leiten. Er trägt nicht zur Atmung bei, sondern gehört zum sogenannten Totraum der Lunge. Dazu gehört das hier zu sehende Ende der Trachea und die hier zu sehenden daraus aufteilenden Bronchien und Bronchiolen. Die feineren und kleineren Bronchien werden Bronchiolen genannt. Der letzte Abschnitt eines konduktiven Bronchialastes wird Bronchiolus terminalis genannt. Die sind hier zu sehen. Jeder Bronchiolus terminalis führt zu einem Abschnitt, der Bronchiolus respiratorius genannt wird. Dieser Teil ist der respiratorische Abschnitt der Bronchien. Ab hier befinden sich an den Bronchien nämlich Alveolen. Diese sind hier zu sehen. Das obere ist der Bronchiolus terminalis und die Kugeln sind die Alveolen. Wie zu erkennen ist, kommen sie in verschiedenen Größen vor. Einige befinden sich entlang des Bronchiolus terminalis. Am Ende des Bronchiolus respiratorius befinden sich ein Alveolensack, lateinisch Sacculus alveolaris, der hier unten zu sehen ist. Dieser ist eine Ansammlung aus vielen Alveolen. Die Anzahl der Alveolen wird auf ungefähr 300 Millionen geschätzt. Die Aussackungen haben einen Durchmesser von knapp 300 Mikrometer. Wenn man die Alveolen ausbreiten würde zu einer einzelnen Fläche, hätten sie eine Fläche von ca. 100 bis 120 Quadratmeter. Eine Alveole besteht aus drei Hauptbestandteilen, dem Alveolarepithel, einer epithelialen Basalmembran und einer Kapillarendothel. Die Schichten zusammen heißen alveolokapilläre Membran, welche nur eine Dicke von 0,5 Mikrometer aufweist. Das ist die pinke Schicht in der Abbildung. Das Alveolarepithel besteht aus flachen Epithelzellen oder Typ 2 Alveolarzellen, die das Surfactant produzieren und eine rundliche Form haben. Dies ist in der Abbildung zu sehen. Das Surfactant hat eine sehr wichtige Funktion und wird später nochmal angesprochen. Benachbarte Alveolen sind durch schmale Alveolarsepten voneinander getrennt, die durch Poren miteinander verbunden sind, um die Belüftung aller Alveolen zu ermöglichen. Aber wie arbeiten die anatomischen Bestandteile der Lunge zusammen? Das erklärt die Physiologie der Lunge. Zum Einstieg erkennen Sie einen vereinfachten Atmungsrhythmus der Lunge. Atmen funktioniert über das rhythmische Vergrößern und Verkleinern des Thoraxes. Sie müssen sich vorstellen, dass die Thoraxwände sich mit der Lunge, die hier zu sehen sind, verkleinern und vergrößern. Die Größe des Thoraxes ist nämlich proportional zu dem Lungenvolumen.
wenn der Thorax sich vergrößert durch Kontraktion der äußeren Zwischenrippenmuskulatur und das Zwerchfell angespannt wird, nimmt der Druck der Lunge ab. Dadurch wird Luft durch Mund oder Nase angesogen. Das nennt man Inspiration. Das ist hier zu sehen, wenn die Lunge sich ausdehnt. Währenddessen führt die Verkleinerung des Thoraxes und die Entspannung des Zwerchfells und der Zwischenrippenmuskulatur zu einer Druckerhöhung, wodurch Luft durch den Mund nach außen gepresst wird. Das wird Expiration genannt. Das ist hier zu sehen, wenn die Lunge sich zusammenzieht. Hier sehen Sie nochmal die Alveolenaussackung am Bronchiolus respiratorius. Nur diesmal ist noch das Kapillarnetz zu sehen. Die Alveolen sind von den Lungenkapillaren umgeben. Jede Alveole ist im Durchschnitt mit 1000 Kapillaren umgeben. Das ist hier zu erkennen. Hier sehen Sie eine schematische Zeichnung einer Alveole mit einer Kapillare daneben. Sauerstoffarmes Blut umströmt die Alveolen, in welchen nach einem Atemzug die Atemluft über die Trachea und Bronchien transportiert wurde. Hier ist also eine hohe Sauerstoffkonzentration und hier eine niedrige. Da die Alveolen und die Kapillaren so dünn und klein sind, erinnern Sie sich, vorher wurde eine Dicke von 0,5 Mikrometer erwähnt, können Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid durch die Gefäßwände diffundieren. Das heißt, der Sauerstoff belagert die Blutkörperchen und das Kohlenstoffdioxid diffundiert in die Alveolen. Das alles beruht auf dem Prinzip des Konzentrationsgradienten. So gelangt der Sauerstoff der Alveolen in das Blut und das Kohlenstoffdioxid aus dem Blut in die Alveolen. Das Kohlenstoffdioxid wird dann ausgeatmet. Bei der Inspiration hat eine Alveole einen Durchmesser von 0,3 mm bis 0,5 mm und während der Expiration einen Durchmesser von 0,1 mm bis 0,2 mm. Bei der Inspiration sind die 100 bis 120 Quadratmeter Alveolen mit Luft gefüllt und treffen überall auf Blut. So geschieht der Gasaustausch. Allerdings ist das ganze System durchgängig in Gefahr zu kollabieren. Kollabieren bedeutet in sich zusammenfallen. Hier, dass beim Ausatmen die Alveolen einfach zusammenfallen, wie zum Beispiel ein Luftballon, in den durchgehend Luft geblasen wurde und der dann keine mehr bekommt, wodurch er zusammenfällt. Das würde dazu führen, dass der Mensch danach nicht wieder einatmen kann. Das liegt an der Oberflächenspannung, die zwischen der Luft in den Alveolen und der Flüssigkeit, die das Lumen der Alveolen bedeckt, herrscht. Ein Molekül, welches in der Mitte einer flüssigen Phase ist, wird auf jeder Seite von einem anderen Molekül umgeben. Die Anziehungskraft der Moleküle zueinander, die Kohäsion, wirkt in alle Richtungen gleich stark. Die Kräfte sind in alle Richtungen ausgeglichen. Oberflächenspannung entsteht an der Grenzfläche einer flüssigen Phase zu einer gasförmigen Phase. Die Moleküle, die die Grenze der flüssigen Phase zu der gasförmigen Phase bilden, haben in Richtung des Gases keine Moleküle, auf die die Kohäsionskräfte wirken können. Deshalb werden die Kräfte zu den Seiten und in das Innere der Flüssigkeit gerichtet. Dadurch ziehen sich die Moleküle an der Grenze mit einer größeren Kraft an und es entsteht eine Spannung. Diese Spannung ist vergleichbar mit einer Schutzschicht, die es schwieriger macht, die Flüssigkeit zu verändern bzw. auseinander zu bewegen. Um diese Kraft überwinden zu können, muss Kraft aufgewendet werden. Hier sehen Sie eine schematische gezeichnete Alveole. Das Lumen der Alveolen ist mit einer Flüssigkeit bedeckt und die Alveolen an sich sind mit Luft gefüllt. Wenn das Lungengewebe sich zusammenzieht und die Flüssigkeit weniger Platz zur Verfügung hat, wie man erkennen kann, kann die Oberflächenspannung zu groß werden und die Alveole abschließen und somit zum Kollabieren bringen. Wenn die Oberflächenspannung zu groß wird, ist der Druck in der Lunge für die Alveole zu klein, um sie offen zu halten. Hier ist eine kollabierte Alveole zu erkennen. In ihr war die Oberflächenspannung zu groß und der Druck zu niedrig. Wenn es nichts geben würde, was diese Oberflächenspannung, die Sie in Alveole 2 sehen, verkleinert, dann würde es dazu führen, dass alle kleinen Alveolen kollabieren. Das liegt daran, dass in ihnen die Oberflächenspannung größer ist als die Oberflächenspannung in den größeren Alveolen. Denn wie Sie hier sehen, ist die Flüssigkeit auf einer größeren Fläche verteilt, wodurch die Oberflächenspannung geringer ist und die Gefahr zu kollabieren sinkt, da die Kräfte schwächer sind.
Um das Kollabieren zu verhindern, müsste in den kleinen Alveolen, die Sie hier sehen, ein großer Atemdruck aufgewandt werden, um sie offen zu halten und die Kräfte der Oberflächenspannung zu überwinden. Bei der Inspiration müsste ebenfalls ein großer Druck aufgewandt werden, um die Anziehungskräfte des Wassers zu überwinden, damit die Luft in die Alveolen gelangen könnte. Die Alveolen im Körper haben unterschiedliche Größen, wie Sie gerade schon gesehen haben. Da die Oberflächenspannung in den kleinen Alveolen größer ist, würden alle kleinen Alveolen kollabieren und somit würden Stück für Stück die größeren Alveolen die Atmung übernehmen. Somit würden immer mehr Flächen der Lunge die Fähigkeit des Gasaustausches verlieren. Damit dieses Szenario nicht eintritt, gibt es das schon vorhin genannte Surfactant, welches Sie hier sehen. Dieses wird von den Alveolar-Epithelzellen Typ 2 hergestellt. Das Surfactant besteht aus einem 90%igen Lipidanteil und einem 10%igen Proteinanteil. Dieses Surfactant kleidet das Lumen der Alveolen aus. Dadurch, dass das Surfactant zwischen Luft und Wasser in den Alveolen sitzt, wird die Oberflächenspannung sehr runtergesetzt. Ohne das Surfactant arbeitet die Oberflächenspannung gegen die Dehnung und damit die Füllung der Alveolen. Hier sehen Sie einen Kreis, der die Alveole darstellt, mit Messgrößen, die für die sogenannte Laplace-Gleichung wichtig sind. An den eben erklärten Zusammenhängen ist zu erkennen, dass der Druck, der in den Alveolen nötig ist, um sie vor dem Kollabieren zu schützen, abhängig ist von der Oberflächenspannung T und dem Radius der Alveole. Die Formel hat den Namen Laplace-Gesetz und lautet P ist gleich 2T geteilt durch R. T ist die Oberflächenspannung, R der Radius und P der Druck. Hier können Sie erkennen, dass wenn T groß und R klein sind, große Werte für P entstehen. Wird dieser berechnete Druck nicht erhalten, kollabiert die Alveole. Sie können auch erkennen, dass wenn T klein ist und R groß ist, der Druck kleiner ist. T wird durch das Surfactant erheblich kleiner. Das bedeutet, P wird auch kleiner und die Alveolen kollabieren nicht. Der Druck, der benötigt wird, um die Alveolen offen zu halten und das Atmen zu ermöglichen, ist der Alveolaröffnungsdruck. Der Druck, bei dem die Alveolen kollabieren, wird Alveolarverschlussdruck genannt. Wegen der Laplace-Gleichung muss der Öffnungsdruck immer größer sein als der Verschlussdruck. Die relative Surfactant-Konzentration pro Fläche schwankt im Atemzyklus. Während der Expiration nimmt sie zu und verkleinert somit die Oberflächenspannung noch stärker. Wie Sie erkennen können, kommen die Kugeln sich alle näher und nehmen mehr Platz ein, wodurch die Oberflächenspannung kleiner ist. Bei kleinen Alveolen ist das der Grund, weshalb sie nicht kollabieren, da ohne das Surfactant die Oberflächenspannung in kleinen Alveolen zu groß wäre. Die Oberflächenspannung hat jedoch auch positive Eigenschaften für die Lunge. Die Retraktionskraft der Lunge, also die Kraft, durch die die Lunge sich zusammenzieht, setzt sich zusammen aus der Dehnbarkeit der Lunge und der Oberflächenspannung in den Alveolen. Die Expiration basiert in einer gesunden Lunge nur auf der Retraktionskraft, die die Lunge automatisch wieder in die Ausgangsform bringt. Die Atemmuskulatur muss nicht angestrengt werden, das spart Energie. Hier ist wieder die vereinfachte Atmung der Lunge gezeigt. Aber wie kommt überhaupt Luft in die Lunge? Mit der Atemmechanik wird der Zusammenhang zwischen Volumen, Druck und dem Fluss des Atemgases beschrieben. Bei der Inspiration und bei der Expiration ist die treibende Kraft der Druckgradient zwischen dem Druck in den Alveolen und der Atmosphäre, also der Druck hier in der Lunge und dem Druck, der hier draußen herrscht, und wie hoch der Unterschied zwischen ihnen ist. Hier sind zwei schematische Alveolen zu sehen, eine beim Einatmen und eine beim Ausatmen. Beim Einatmen ist der Druck in den Alveolen niedriger als der Umgebungsdruck. Somit wird Luft in die Alveolen eingesogen. Beim Ausatmen ist der Druckgradient direkt umgekehrt und das Gas wird aus der Lunge gepresst. Das Ein- und Ausatmen funktioniert nach dem Prinzip des Boll-Mariotte-Gasgesetzes. Der Druck multipliziert mit dem Volumen ist konstant. Das bedeutet, wird der Druck niedriger, nimmt das Volumen zu und wird der Druck höher, wird das Volumen niedriger. Zu sehen ist ein schematisches Bild des Abschnittes, in welchem die Lunge und der Thorax sich berühren.
Die Lunge ist umgeben vom Lungenfell, dem Pleura visceralis. Dies ist hier zu sehen. Die Rippen sind umgeben vom Rippenfell, dem Pleura paritalis. Das ist hier zu sehen. Die beiden liegen aneinander. Zwischen ihnen ist die Verbindung, der Pleuralspalt, der mit Flüssigkeit gefüllt ist. Der kann hier erkannt werden. Da beide Pleura nass und feucht sind, hängen und bewegen sie sich zusammen. So kann die Lunge den Bewegungen des Thoraxes folgen. Das heißt, wenn die Thoraxwand, also diese hier, sich nach außen bewegt, bewegt sich das Lungenfell und somit die Lunge, die hier zu sehen ist, mit nach außen. Die Kräfte, die dies ermöglichen, sind die Ad- und Kohäsionskräfte, die zum Beispiel in Bäumen dem Wasser ermöglichen, von den Wurzeln in die Baumkrone zu gelangen. Adhäsion ist die Kraft, zwischen zwei Stoffen aneinander zu heften und Kohäsion die Kraft eines Stoffes zusammenzuhalten. Diese Kräfte wirken in diesem pleuralen Spalt und ermöglichen die synchrone Bewegung. Die Lunge ist ein elastisches Organ. Es fällt ohne Stützung in Grundstellung zurück und würde ohne Hilfe kollabieren. Das liegt auch an der Oberflächenspannung zwischen den Gasen und den Flüssigkeiten in der Lunge. Da sie zusammenhängen, wirkt der knöcherne Thorax den Kräften, die die Lunge zum Kollabieren bringen wollen, entgegen. Der pleurale Spalt hat einen subatmosphärischen Druck. Das heißt, dass der Druck niedriger ist als der Atmosphärendruck. Durch diesen Unterdruck wird die Lunge stabilisiert und das Kollabieren verhindert. Der Unterdruck hält die Pleura zusammen. Wird diese aufgehoben, dann lösen sich die Pleura voneinander und haften nicht mehr zusammen, wodurch die Lunge kollabiert. Hier ist eine Alveole zu erkennen. Diese befindet sich in der Lunge und hat, wie vorhin schon erklärt, einen eigenen Druck. Außerdem ist hier der Pleuralspalt zu erkennen, der wie gerade erwähnt einen eigenen subatmosphärischen Druck besitzt. Der transpulmonale Druck ist die Druckdifferenz zwischen dem Alveolardruck in dieser Alveole und dem Intrapleuraldruck, der im pleuralen Spalt herrscht. Dieser Druck bestimmt, wie viel Luft in die Alveolen gelangt und damit auch, wie stark sie sich ausdehnen können. Es ist außerdem die entscheidende Größe, die über das Öffnen der Alveolen bestimmt und wie hoch die mechanische Druckbelastung auf die Alveolen ist. Damit die Lunge nicht kollabiert, muss der transpulmonale Druck positiv sein. Wenn er negativ wird, kollabieren die Alveolen, weil die Oberflächenspannung zu groß wird. Während des Einatmens wird der Druck höher und während der Ausatmung wird er niedriger. Damit ist die Beleuchtung der Oberflächenspannung und der verschiedenen Drücke in der Lunge bzw. in den Alveolen beendet und wir gehen über zum Outro. Das waren alle Inhalte, die wir erklären wollten. Hoffentlich wissen Sie nun mehr darüber, warum die Lunge nicht kollabiert und wie Sie gerade atmen. Wir hoffen, dass das Video gefallen hat. Tschüss!